Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist ein Favoriten- und Fails-Video. Total viele von euch haben sich gewünscht, dass ich endlich wieder mit diesen Videos anfange und ich hatte euch auf Snapchat und Twitter gefragt, ob ihr so ein Video sehen möchtet und die Resonanz war einfach nur atemberaubend. Dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, Jelina, krieg einen Arsch hoch, endlich wieder Favoriten-Videos. Wie ihr aber wahrscheinlich mitbekommen habt, kamen die letzten Monate nicht so viel, deswegen ist das hier jetzt nicht nur März, sondern halt irgendwie so die letzte Zeit. Naja, ich habe halt schon irgendwie geguckt, was war in letzter Zeit gut. Keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch meine Favoriten und meine Produkte, die mich enttäuscht haben. Und damit das Ganze spannend für euch bleibt, ohne irgendeine Reihenfolge, Make-up, Beauty, Fashion, alles Mögliche, sowohl Favoriten als auch Fails, quer durcheinander. Let's do this. Go! Starten wir als allererstes mit einer Lidschattenpalette. Und zwar ist hier die Jeffree Star Androgyny Palette. Das hier ist selbstverständlich ein Favorit. Also ich meine offensichtlich, wenn ihr mir hier so ein bisschen folgt und auch auf Instagram aktiv dabei seid, wisst ihr, dass ich diese Farben absolut feiere. Sie sind einfach mega krass pigmentiert, so schön, die Farbauswahl gefällt mir super. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre, dass vielleicht ein, zwei mehr Töne schimmern. Weil außer Frosting, Déjà-vu und Fetisch sind halt alle Töne matt. Ich mag halt gerne aber auch schimmernde Lidschatten. Das wäre so mein einziger Kritikpunkt. Die Farben an sich finde ich persönlich aber einfach wunderschön. Viele fragen immer, wo ich die Jeffree Star Produkte bestelle. In erster Linie bei Beautylish, aber auch Beauty Bay hat immer mehr. Und ja. Als nächstes habe ich hier von Dove das Derma Spa Kaschmir Gefühl. Und zwar ist es hier eine sehr dicke Body Cream. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt, weil weiß auf weiß ist halt schwierig, aber ich hoffe ja. Die hier spendet so viel Feuchtigkeit und ist so reichhaltig, wenn ich mich damit nach dem Duschen oder Baden eincreme, einfach nur go it. Ich feiere die so sehr. Die ist aus der Drogerie und wie gesagt, Dove ist gar nicht so teuer. 300 Milliliter sind hier drin und man kommt echt Ewigkeiten damit hin. Sehr große Empfehlung von mir. Machen wir weiter mit dem ersten Fail. Und zwar ist es von Trended Up Ultra Wear Nude Pen Shine. Ich hatte davon zwei Farben gekauft. Eine war benutzt. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Ob es die war oder die andere. Und ich habe beide ausprobiert. Mir persönlich gefällt die Haltbarkeit gar nicht. Und es ist ja angeblich Ultra Wear. Hier seht ihr einmal die Farbe. Die Farbe an sich ist mega schön. Aber die Haltbarkeit ist leider katastrophal. Ich habe gar kein Problem damit, meinen Lippenstift nachzutragen oder so. Aber ich persönlich finde halt nicht, dass der hier irgendwas hält. Der ist halt auch extrem irgendwie in meine Mundwinkel gezogen. Und das habe ich halt normalerweise gar nicht das Problem. Also leider Trended Up Ultra Wear. Bisschen enttäuschend. Keine Empfehlung. Als nächstes habe ich hier ein Handystativ. Das hier habe ich von Amazon. Ich werde euch das auch auf jeden Fall mal unten in der Infobox verlinken. Und das klingt jetzt vielleicht total banal. Und vielleicht denkt ihr euch so, hä, warum Stativ für dein Handy? Aber ich bin ja zwischendurch am Livestream auf Instagram. Und außerdem probiere ich mich seit neuestem auf Musical.ly aus. Und dabei ist ein Stativ halt ganz cool. By the way, falls ihr mir noch nicht auf Musical.ly folgt, schaut gerne vorbei. Ich kann das noch nicht so gut, aber ich gebe mir Mühe. Und ja, dafür hat mir dieses Stativ sehr doll geholfen. Als nächstes haben wir vom Benefit das Cabrow. Das hier ist ein Augenbrauen-Gel, sozusagen eine Pomade. Vom Prinzip her halt sehr ähnlich zur Anastasia Beverly Hills Dip Brow. Ich persönlich muss halt sagen, ich mag das hier lieber, weil das hier halt nicht ganz so fest wird. Ich weiß, dass man halt verschiedene Öle benutzen kann, damit die halt wieder ein bisschen flüssiger werden. Aber ich habe halt das Gefühl, das Cabrow wird halt gar nicht erst so trocken wie die Dip Brow Pomade. Außerdem passt mir die Farbe 5 wirklich wie Arsch auf Eimer. Ich war vor ein paar Wochen ja auch auf dem Benefit Event und nein, das Ganze hier ist nicht gesponsert. Und dort habe ich das Produkt halt irgendwie nochmal kennen und lieben gelernt. Und ich persönlich muss sagen, mega obsessed. Es geht einfach super schnell. Ich bin nicht so der Fan hier oben von dem kleinen Pinsel. Er ist mir einfach zu klein und fisselig und das hier hinten dran zu stecken ist auch nicht so meins. Aber das eigentliche Produkt, Leute, Hammer. Machen wir weiter mit einem Produkt, was viele von euch mir empfohlen haben. Und zwar ist es von Maybelline der Instant Age Effect. Instant Age Effect, der Löscher Auge. Ein Concealer, der einfach nur Hammer ist. Ich persönlich habe zwei Töne, einmal 03 Fair und 01, wie heißt der? Light. Zum Highlighten und unter den Augen benutze ich persönlich lieber den Farbton 03, weil der halt ein bisschen heller ist. Ich muss jedoch sagen, er ist sehr doll roséstichig. Also schon, doch, sehr krass. Der 03 ist auf jeden Fall ein bisschen gelbstichiger und
Ist aber ein Ticken dunkler. Den kann ich halt gut im Gesicht benutzen, aber wenn ich halt wirklich was highlighten will oder heller machen möchte, dann halt auf jeden Fall 03. Ich habe übrigens auf euren Rat gehört und oben diese Schwämmchen-Applikator abgezupft. Das ging ganz einfach ohne Probleme, damit sich keine Bakterien sammeln. Kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, weil man es halt so viel besser auch dosieren kann. Und wie ihr gerade hier seht, bin ich beim Faktor 03 auch schon fast alle. Dementsprechend seht ihr, dass ich diesen Concealer wirklich gefeiert habe. Leider habe ich gehört, dass die Inhaltsstoffe bei dem leider nicht so gut sein sollen und die Haut wirklich langfristig austrocknen, was die Augenringe auch eigentlich nur schlimmer macht. Ist natürlich so ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich muss mich damit doch mal genauer informieren. Aber falls das stimmen sollte, wäre das natürlich blöd. Lasst mich gerne mal sonst eure Lieblings-Concealer-Alternativen unten in der Kommentarbox wissen, damit ich die auch auf jeden Fall ausprobieren kann. Viele feiern auch den Catrice Le Goût Camouflage. War mir auch leider zu trocken. Aber ich bin auf jeden Fall offen für Tipps und freue mich schon total, eure Vorschläge auszuchecken. Machen wir weiter mit dem nächsten Fail. Und zwar ist es von MAC, das Fix Plus in Mini, in der Geruchsrichtung Lavendel. Das hier kam mit der Work It Out Kollektion von MAC raus und war halt limitiert. Letzten Sommer gab es die Fix Plus mit Geruchsrichtung das erste Mal richtig. Da sind die halt sozusagen gelauncht und damals gab es die halt auch in groß. Hier seht ihr einmal den Größenunterschied. Das kleine sind 30 Milliliter und das große sind 100. Preislich liegt das kleine bei knapp 10 und das große bei knapp 20 Euro. Dementsprechend ist natürlich logisch, das große ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall besser. Das Problem, was ich hiermit hatte, bei allen negativen Aspekten, die ich gerade genannt habe, vom Preis und wie auch immer, sind ja offensichtlich und wäre mir auch schon im Vorfeld bewusst gewesen. Ich habe es halt trotzdem gekauft, weil ich halt gedacht habe, ich möchte die Geruchsrichtung ausprobieren. Lavendel riecht wirklich wie Oma unterm Arm. Oder halt wie so ein alter, muffiger Oma-Kleiderschrank. Und Oma, falls du das guckst, bitte fühl dich nicht auf den Schlips getreten, aber das ist halt so eine Assoziation, die ich mir vorstelle. Das ist jetzt nicht so, dass ich das mit dir verbinde. Meine Oma schaut nämlich zwischendurch auch meine Videos, nur als kleiner Disclaimer. Oma, fühl dich, das ist keine Beleidigung gegen dich, aber ich glaube, jetzt habt ihr ein Bild oder könnt euch vorstellen, wie das hier riecht. So ein bisschen wie Mottenkugeln. Ist halt leider gar nicht geil. Auf der anderen Seite, ein mega großer Favorit war dasselbe in Kokos. Und ich dachte halt wirklich, ich liebe Lavendel so sehr. Ich dachte halt wirklich, ich würde es feiern des Todes. Aber nee, leider hat der Geruch meiner Meinung nach nichts mit Lavendel zu tun und es riecht einfach nur alt und muffig. Ein weiteres Produkt, das ich hardcore gefeiert habe, ist von Smashbox der Always On Liquid Lipstick. Ich feiere die so sehr, ohne Scheiß, gehören meiner Meinung nach mit zu den besten Liquid Lipsticks ever. Ich würde fast sagen, sie sind auf derselben Skala wie Jeffree Star und ihr wisst, ich habe jede einzelne Farbe von Jeffree Star und feiere sie des Todes. Und für mich zu sagen, dass Smashbox auf derselben Skala ist, will was heißen. Ich habe euch hier das einmal geswatcht. Der Farbton hier nennt sich Stepping Out. Ich habe aber auch schon eine andere Farbe ausprobiert, die ich gerade in meinem Schminkchaos hier gerade nicht wiederfinde. Ich komme nicht drauf. Es war ein Ticken dunkler. Ich komme gerade nicht drauf. War auch mega, mega schön. Deswegen urteile ich überhaupt schon über die komplette Textur, weil mich halt beide überzeugt haben. Beide sehr, sehr leicht auf der Lippe. Überhaupt gar nicht so fest, matschig, trocken. Irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Zwischendurch sind die halt so mousig und das kann ich halt gar nicht ab. Die hier sind so angenehm und ich kann euch echt nur ans Herz legen, die hier auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ein weiteres Produkt, das ich unglaublich feiere, seitdem ich es mein eigen nenne, ist von Kat Von D ein Lidschatten. Das hier ist die Farbe Thunderstruck. Und ja, ich weiß, es ist ein Lidschatten, aber ich persönlich benutze es als Highlighter. Und das habt ihr auch schon in vielen meiner letzten Videos und Fotos auf Instagram gesehen. Das Ganze hier sieht so aus. Ist halt mega schön, total permutartig, hell-weiß-goldfarben. Das ist mein persönlicher Favorit als Highlight-Topper. Ihr wisst, ein Highlighter ist niemals genug. Ein neutralen, so natural, so wie halt jeder trägt, trage ich großflächig auf. Und halt sowas hier, was richtig Wumms hat, nur nochmal ins Zentrum des eigentlichen Highlights, damit ich halt wirklich strahl wie NASA, so hallo, I'm the sun. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar ist das meine Handtasche und das hier ist, wie ihr aus meinem Haul gesehen habt, die Gucci-Handtasche, die ich mir vor ein paar Wochen gekauft habe. Sie war echt ein treuer Begleiter in der letzten Zeit und ich persönlich muss sagen, ich bin so verliebt in diese Handtasche. Ich muss jedoch eine Sache anmerken. Mir ist scheißegal, wie teuer ein Produkt ist oder wie sehr ich es mag oder was auch immer sonst wie passiert. Wenn ich eine Review über etwas mache oder euch meine Meinung zu irgendwas erzähle, werde ich euch wichtige Aspekte niemals verschweigen. Dementsprechend haltet euch fest. Wo sieht man es am besten? Okay, ich hoffe, ihr seht es.
irgendwie löst sich hier diese Gummierung und vielleicht ist das affig, aber ich glaube halt nicht, dass das sein soll. Seht ihr das? Okay, das ist echt Jammern auf hohem Niveau. Ich finde halt eigentlich, bei einer Tasche in dem Preissegment sollte das auf gar keinen Fall passieren. Eigentlich sollte das bei gar keiner Sache passieren. Wenn man etwas kauft, dann will man doch auch, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich nur ein minimaler Aspekt und das wird eigentlich niemandem auffallen, es sei denn, man guckt halt wirklich ganz genau. Aber naja, in meinem Fall hat es keine Auswirkung darauf, dass es definitiv ein Favorit von mir war. Aber das ist halt nur etwas, was ich euch mitteilen wollte, falls sich auch jemand für diese Tasche interessiert und sich für meine Review interessiert. Wie ihr mitbekommen habt, stehe ich die letzte Zeit total auf Gloss. Und das hier sind meine zwei absoluten Favoriten. Ich muss jedoch sagen, der hier ist echt neu, der Favorit. Und zwar ist es von NYX das Butter Gloss. Das trage ich erst seit so einer Woche, aber diese Woche fast durch. Durchgehend absolut obsessed. Ich liebe es. Das ist das Butter Gloss in der Farbe Eclair. Die Intense Butter Gloss sind auch schön. Ich habe nur eine Farbe direkt am ersten Tag verloren. Ich finde sie einfach leider nicht wieder. Ich muss nochmal alles hier auf den Kopf stellen, damit ich die Farbe wieder finde. Aber naja, auf jeden Fall sind die NYX Glosser, egal ob nur die normalen Butter Gloss, als auch Intense Butter Gloss, mega schön. Geht auf jeden Fall los, swatcht die, schaut die euch an und denkt nicht, Gloss, die sind wirklich, wirklich schön. Und ein weiteres Gloss, was ich mega feier und das halt auch schon echt längere Zeit, jetzt locker über einen Monat schon, ist von Jouer ein Lip-Topper. Ich bin durch Niki Tutorials auf die aufmerksam geworden und die sind halt relativ leicht. Ist halt wirklich nur wie so ein Shimmer-Coat auf der Lippe. Ich habe das mal neben den Liquid Lipstick geswatcht. Seht ihr diesen Champagner Glow? Das ist halt richtig, richtig schön auf der Lippe. Moment, ich mache das mal über den Smashbox Liquid Lipstick drüber, dann seht ihr das besser. Durch diese Lip-Topper könnt ihr halt eure Liquid Lipsticks und anderen Lippenstifte nochmal so komplett verändern und bekommt eine komplett neue Farbe. Und gerade jetzt im Frühling und Sommer, wenn man halt so ein bisschen Sonne hat, theoretisch, sieht das Ganze halt, glaube ich, richtig, richtig schön aus. Machen wir mal wieder weiter mit einem Fail. Und zwar ist das hier von Bilou, Chocolate Cupcake. Der Duschschaum. Ich wollte das hier wirklich mögen, weil ich halt einfach finde, man sollte andere YouTuber unterstützen, aber ich weiß nicht, meine Meinung wird hier, glaube ich, auch nicht die Meinung anderer Leute ändern, aber es war halt für mich persönlich ein Fail. Ich persönlich benutze halt normalerweise immer nur sehr, sehr günstiges Duschgel von Balea oder so. Das kostet halt unter einem Euro. Und für das hier 4 Euro auszugeben, hat für mich erstens nicht mehr ganz so viel Sinn gemacht. Natürlich, ich weiß, es hier ist vegan und ich glaube auch in Deutschland hergestellt. Definitiv Daumen dafür hoch. Aber mein Problem ist in erster Linie bei dieser Sorte echt der Geruch. Also ich verstehe es nicht. Ich finde halt, es riecht wie ein richtig krass alkoholhaltiger, so eine Rumschokolade oder so, was man irgendwie so im Winter trinkt, wenn man sich abschießen möchte. Ich mag's nicht. Ich mag's leider wirklich gar nicht. Ich verstehe halt nicht, warum das hier so krass nach Alkohol riecht. Das riecht wirklich, als ob man irgendwie an so einem Besoffenen riechen würde. Ganz, ganz unangenehm leider. Und wirklich pflegend finde ich es auch nicht. Ich habe eine sehr trockene Haut am kompletten Körper und ich fand nicht, dass das hier in irgendeiner Art oder Weise pflegt. Ich hatte mir hiervon echt mehr versprochen, aber leider nicht. Wofür ich sie doch benutzt habe, ist zum Baden. Voll off-topic, aber ich habe mir halt die Badewanne voll gemacht und dann das Zeug da reingesprüht und dann hatte ich Schaum. Das hat gut funktioniert. Ja, dafür kann ich es empfehlen. Bleiben wir ganz kurz nochmal im Badezimmer. Und zwar habe ich hier von L'Oreal eine Haarmaske. Die hier habe ich auch noch relativ neu, aber ich habe sie schon zweimal benutzt seitdem. Ich weiß, man soll das nicht so oft benutzen, aber habe ich halt einfach trotzdem gemacht. Und zwar ist es hier Koriander Stärkekur, Haarmaske für geschädigtes Haar. Leute, meine Haare waren nicht wie Butter, sondern wie geschmolzene Butter danach. Das hier ist so schön, so reichhaltig, so geil für die Haare. Definitiv ein Favorit, wenn ihr trockenes oder kaputtes Haar habt oder so und es sich anfühlt wie Stroh. Die hält halt auch eigentlich lange. Dementsprechend fand ich es okay. Ich glaube, 8 Euro hat die hier gekostet. Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was sie wirklich bringt, also Leistung, definitiv top. Ein weiterer Fail ist hier von Garnier, die Hydra Bomb Multi-Protect Feuchtigkeitsspray, Lichtschutzfaktor, was auch immer. Ich habe das jetzt die letzte Woche ausprobiert, jeden Tag, und ich persönlich muss echt sagen, das bringt gar nichts. Und es hinterlässt halt wirklich einen weißen Film auf der Haut. Mir ist es erst die Tage gar nicht aufgefallen, bis Florian es sich, mein Mann, aus Versehen oder beim Testen halt ins Gesicht gesprüht hat. Und da ist es mir aufgefallen und dann habe ich es halt bei mir selber auch nochmal angeguckt und ich war nur so, krass, das ist
weiß. Ich vermute, dass es am Lichtschutzfaktor liegt, aber ich habe es jetzt mal ganz doll übertrieben. Die eigentliche Flüssigkeit ist halt nicht durchsichtig, wie ihr hier sehen könnt. Vielleicht funktioniert sowas gut, wenn man im Urlaub ist, aber ich persönlich fand halt nicht, dass es gut mit meinem Make-up funktioniert hat. Selfies danach waren nicht schön, einfach wahrscheinlich auch wegen des Lichtschutzfaktors, aber nee, das hier war nichts für mich. So, und last but not least kommen wir zum letzten Produkt. Das hier ist von Stila. Das hier ist einer der Magnificent Metal Glitter Lidschatten. Die kommen mit so einem kleinen Applikator, wie so ein Lipgloss hier. Und ich werde euch das auch einmal swatchen. Das ist der untere Swatch. Und ihr seht, das hier ist wirklich metallic pur. Mega, mega schön. Einfach nur tierisch verliebt. Worauf ihr jedoch achten müsst bei diesen Magnificent Metals ist... Macht die als allerletztes bei eurem Augen-Make-up drauf. Sobald die hier drauf sind und getrocknet sind und ihr nochmal mit dem Pinsel dran geht, bröselt alles runter. Die hier können wirklich nur, wenn ihr schon alles drauf habt, als allerletztes drauf und dann auch in Ruhe gelassen werden. Sobald die trocken sind, nicht mehr dran rumfummeln, weil sonst bröselt der Glitzer runter und ja, das ist halt in den meisten Fällen nicht so optimal. Aber wenn man richtig damit umgeht, sieht man halt von Weitem... Ist halt einfach nur schön. Ich bin obsessed. So Leute, durch meine verdrehte Reihenfolge, hier habe ich mich selber so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Hier ist total Chaos, aber ich glaube, das war alles. Stimmt gerne mal hier oben ab, was ihr besser findet, geordnet oder durcheinander. Dann bleibt es halt eigentlich spannend. Also eigentlich fand ich durcheinander gar nicht verkehrt, aber ich bin total gespannt, wie ihr hier oben abstimmt. Ich würde sagen, das wäre alles mit dem heutigen Video. Ich hoffe unglaublich, dass euch das Ganze gefallen hat. Lasst mich definitiv eure Favoriten wissen, damit ich die auschecken kann. Ich freue mich schon total, da auch wieder neue Goodies bald zu entdecken. Und ja, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Lieben. Fühlt euch gedrückt und habt einen schönen Tag.